Recht herzlich willkommen zur 56. Folge von Semotrans Kooperation. Ja, wir sind hier irgendwo mitten im Land, keine Ahnung wo. Da ist Bielefeld, okay. Und wir sind letztes Mal dazu gekommen, hier reinzugucken und zu optimieren. Der Michael hat leider nicht mehr geschrieben. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr mitgekriegt und ich muss ja irgendwann auch aufnehmen, weil, naja, ist auch keine Pflicht, dass er es macht. Aber ich baue jetzt nichts, sondern ich gucke nur, dass wir hier zum Beispiel die 1241 Leute über Hamm Rathaus befördern und auch die über Dortmund Kohlezeche. Weil das sind ja doch einige, da können wir doch definitiv in Hamm noch einen Zug chartern, ne? Gut, das würde bedeuten, wir gehen mal gerade nach Hamm. Nach Hannover, weil das ist ja der Bahnhof Hannover hier. Wo diese Leute alle warten. Hier ist das, ne? Ja, und Details. Der ist es nicht. Ja, Dortmund Zeche. Hier auf diese Linie kann noch ein Zug drauf. Den würden wir von Dortmund, denke ich mal, losschicken. Und Hannover, Hildesheim, Braunschweig, so. Nee, das ist der letzte hier. Der ist es auch noch. Da kann man dann auch noch auf jeden Fall einen Zug drauf machen. Gut, dafür müssen wir mal gerade Depots. In Dortmund ist auf jeden Fall ein Depot. Und das andere ist, ist es nicht hier irgendwo bei Göttingen oder sowas? Das kam noch gleich hier vorne, ne? Da hatten wir doch zum Schluss, glaube ich, noch eins gebaut, ne? Ja. Also da muss noch eine Lok drauf. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und 49 und 5. Ja, das lassen wir so. Obwohl das ja noch die Geschichte war mit hier Veraltete und so, ne? So, wie war das hier mit Kosten 2,85 und diese hier war 2,27 und die? Ja, das ist die 2,85, oder? B7A. Haben wir die jetzt gekauft? Ja. Die kostet 2,85, die kostet 2,27 und diese hier kostet, oh, 8,46. Die ist ja voll teuer. Aber die kann natürlich ordentlich ziehen, ne? Ja, okay, aber das soll jetzt erstmal der sein. Das heißt, das war die Strecke Hannover Hamm. Die da. Und wir beginnen da rein. Kapazität 210 bei der langen Strecke. Und was da unterwegs noch zusteigt oder so, würde ich tendenziell 2 dazu machen. Gut. Machen wir. Und jetzt habe ich den Zug natürlich weggeklickt. War vielleicht nicht so ideal. Das gleiche nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das war Dortmund, über also Kohlezeche über den anderen Weg, über Recklinghausen da lang. Und Dortmund Zeche. Super, warum ist er jetzt weggesprungen? Dortmund Zeche. Dieser ist es. Den kopiere ich auch, weil da starte ich auch 2. So, dann rollen da 2 Züge jeweils mehr und sollten dann auch die wegbringen alle. So, was haben wir noch am Rathaus? Ach, der gehört noch zu dem einen. Okay, dann war das auch gut so. Über Hamburg gehen 500 los. Über Würzburg, Rathaus, Recklinghausen. Guck, da sind nochmal 200 auf der einen Strecke. Über Bremen 100, Hamburg 600 sind das. Ich glaube, wir können auch nach Norden noch einfahren lassen. Obwohl wir das schon mal getan hatten, glaube, und es war irgendwie nicht so erfolgreich, ne? Allerdings ist das ja auch schon ein bisschen her, wo wir das gemacht haben, ne? Ach so. So, das war jetzt der Zug. Das ist noch einer, der da drin steht. Kann ich jetzt bitte das Depot nochmal sehen? Ja. So, das... 7 auch wieder an der Zahl. Und das war Hannover, Bremen, Hamburg.
Hannover, Bremen, Hamburg. Ja, hier, so ist er. Starten wir. Ist jetzt auch halb so wild. Lasse fahren. Gucken wir mal da rein. So. Andere Richtungen sind jetzt nicht mehr relevant, würde ich sagen. Post ist auch gut vorhanden, fährt aber bestimmt auch ein Zug. Ich glaube, Hannover ist dann erstmal erledigt. Jetzt habe ich, glaube ich, den Zug. Na. Das jetzt so richtig war, wo fährt denn der hin? Der fährt nach Hamburg. Wo fährt der hin? Dortmund Zeche. Soll aber am besten in... Hannover starten. Entschuldigung. Gut, die fahren dann. Ist nur die Frage, ob die ja auch so fahren. Gucken wir mal gerade auf den Fahrplan. Startet natürlich auch an der falschen Stelle. Fahrplan. Auch Hannover. Und da müssen ja noch welche unterwegs sein. Ja, da sind schon Leute drin. Und das ist ein anderer Zug, das ist nicht der richtige. Und der ist voll okay, dann waren die anderen erst hier hinten irgendwo. Aber jetzt lassen wir sie auch fahren, ist auch gut so. Der eine hätte natürlich direkt aus Dortmund starten können. So. So, was sagt Hamm? Hamm-Monument, ey. Ja, aber die Postkutschen fahren noch alle miese ein, oder? Dann bringt es das definitiv nicht, noch weitere Postkutschen da fahren zu lassen, oder? Die sind, ach, die ist noch nicht mal ausgelastet hier. Wo fährt denn einer zum Monument hier mal? Dieser hier? Ja. Fährt aber auch miese ein. 37 Cent kostet es. Was kostet uns denn hier so eine andere Geschichte hier? Das kostet 1 Cent, das andere kostet 3 Cent. 34 Cent. Wir hätten jetzt hier so eine Postkutsche, ne? Wie viel Post liegt denn hier? Ein Sack Post von 20 geladen. Ist also auch irrelevant. Ich wollte den Bahnhof haben, aber der ist links offen. Ja, das ist alles hier nicht der Rede wert. So, okay. Würzburg warten auch ganz viele Gäste. Erlangen Rathaus. Ja. Nummer 93 über. Wer fährt denn hier nach Erlangen? Der erste. Erlangen-Würzburg. Da sind schon einige drauf. Rein theoretisch sieht das hier ganz gut aus. Aber die fahren alle. Oder das ist sogar ein kurzer. Das ist auch ein kurzer. Und das ist noch ein langer. Aber den werde ich jetzt nicht ändern, den lasse ich so fahren. Und da setzt man noch einen mehr drauf. Und da das Erlangen ist... machen wir so und so und so. Und dann gehe ich da mal rein. Hol da nur eine Lok raus. Und das ist richtig. Und die... Na, Erlangen-Würzburg. Und starten wir. So.
Den nehme ich jetzt mal hier unten rechts hin, damit ich sehe, ob das was wird. Und da müssen wir gerade reingucken. Der fängt aber in Erlangen an, das passt also. Hier, wir stehen in Erlangen. Ja, der wird auch gleich voll sein. Gut. So, Würzburg haben wir einen draufgesetzt, obwohl wahrscheinlich bei der Entfernung, die da alle fahren, können auch wieder zwei erfahren. Chemnitz. Ach Quatsch, das ist ja jetzt offen, da brauche ich dann nicht nochmal anklicken. Nach Nürnberg. Chemnitz nach Nürnberg, 1200 Leute. Also auch wieder Depot Nürnberg, ne? Auch wieder ein Zug drauf. Und das ist die Route. Chemnitz. Über Nürnberg. Das ist Chemnitz, Dresden, Nürnberg, die Route. Chemnitz, Dresden, Nürnberg. Hier unten. Und starten. Aufrufen. Und der soll mal in Nürnberg starten. Gucken wir uns an. Ist er schon rausgefahren? Wohl noch nicht. Ach, der wartet auf Freistrecke, alles klar. Nürnberg warten auch so viele, ne? 500 über Dresden und Chemnitz, das passt ja auch. Das ist also der richtige Zug, der da fährt. Dass wir da noch einen mehr drauf gesetzt haben. Wo wollen die alle aus Erlangen hin? Über Ingolstadt, über Frankfurt. Frankfurt ist schon bedient. Ingolstadt 407. Da müssten wir mal gerade einmal hier unten reingucken. Ingolstadt. Ne, da warten nur 37. Das lassen wir mal besser. Und da ist Ingolstadt Hamm. Ach guck mal, das ist hier eine Bushaltestelle, wo schon 1000 Leute warten. Mann, ey. Über Hamm Rathaus. So, testweise kommt da eine Kutsche mal hin, die direkt nur eine Bushaltestelle anfährt. Warte mal, den lösche ich wieder weg. Um eine Ecke will ich gar nicht, weil ich kann auch so fahren. Und das ist eine neue Linie. Und zwar Stadtbus Hamm Linie 5. Passt und starten. Da fährt er jetzt. Den will ich mir angucken. Ob sich das rechnet, wenn er Direktverkehr hat, nur. Gut, das war da. Koblenz Rathaus. 800 über Mainz. Welche Linie ist das? Koblenz, Mainz, Trier. Ja, da können wir auch aufstocken, ne? Ich glaube, da ist in Köln der Zug. Oder das Depot. Aber das können wir gerade auf der Karte nachgucken. Habe ich nämlich schon mal heute gemacht. Ja.
So, was war das? Koblenz, Mainz, Trier. Da. Starten. So, momentan wird das richtig teuer im Endeffekt, aber können wir mal reingucken. Aber wenn wir das hier so sehen, dann ist es ja momentan relativ positiv am Laufen, ne? Na, hier jetzt eher nicht. Ja, wir optimieren ja permanent, ne? Da sind schon die ersten 6 dran, ne? Der fährt auch wunderbar hier. Hilfe angeklickt, wollte ich gar nicht. So, hier sind wir in Koblenz. Haben wir von gesprochen, dass da die Strecke noch ausbaufähig ist. Es sind 1000, die nach Mainz wollen. Dortmund Kohlezeche, Bremen, Rathaus haben wir schon gemacht. Mainz. Die wollen auch nach Koblenz. Das war also auch richtig. Jetzt müssen wir mal gerade einmal die Strecke raussuchen, weil ich glaube, dass da noch so eine alte Tante Emma Lok fährt, ne? Ja, diese hier, ne? Ja. Das passt. Ja, das weg. Wo fährt denn der gerade? Na, ja, wir sollten, hätten da... Na, lassen wir jetzt erst laufen. Der andere ist ja schon eine ganze Ecke größer dann, ne? Geht da rein, 80, und bei einem anderen 210, das ist ja schon eine Ecke mehr. Gut, passt. Mainz hatten wir, Stuttgart. Über Ingolstadt, ja, das haben wir schon optimiert. Ja, ich glaube, mit dem Optimieren sind wir jetzt gerade erstmal relativ durch. Gucken wir uns an, was hier passiert. Die ist gerade voll. Und die... ist auch voll. Und dieser hier ist nicht voll. 8,23. Nein, es kann nicht sein, dass er in einer Richtung jetzt da voll ist und in der anderen nicht, ne? So, wann ist er da? Der wartet jetzt, bis da was kommt. Oh, da ist natürlich jetzt bärig was los. Der wartet da schon und dann geht's nach Würzburg mit dem. Aber Würzburg hat da gerade mal 4 Leute mit, auch schön, ne? Die fahren alle nach Chemnitz und der fährt auch schon nach Chemnitz, gut. Ja, hier sind wir mit 10 Dollar minus, oder, keine Ahnung, Sim-Kosten. Machen wir kurz schneller. Ja, die Kutsche da oben, die rechnet sich also auch nicht. Wohl, ja, sie ist immer in einer Richtung nur voll. Hier. Er ist noch nach Chemnitz unterwegs und er hier. 1,5. Und ist immer noch nicht in Würzburg. Also das Ding hier ist doof. Aber es bringt uns auf der anderen Seite wieder vielleicht beim Zug dann Zulieferverkehr. Vielleicht rechnet sich das, ich weiß es nicht. So, da kommt der erste an. Hier in Würzburg, aber das bringt ja nichts, weil er nur 6,4 Passagiere hat. Wie weit hat er es dann noch? Jetzt muss er auf den Gegenverkehr warten und fährt dann hier dann diese Riesenschleifen. Okay. Oh, der hat aber hier 4588 Grad plus eingefahren. Wow. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Waren da Umsteiger eigentlich oder was? Oder haben die so viel Geld bezahlt für dieses kurze Stück? Okay. Wo ist der? Da. Und der, Aschaffenburg, müsste hier irgendwo gleich sein. Okay.
Na, der wartet jetzt da. Und dafür ist er jetzt gleich in Chemnitz, oder? Gucken wir, wie weit da die Kosten gehen. Und richtig viel Kohle. Gut. Gefällt mir. Er macht miese. Ja, wenn er jetzt mal fahren würde, wäre auch schön, ne? Es wird gerade abgespeichert, weil Frühling ist. Erster Frühlingstag. Wie lange braucht er denn noch bis nach Aschaffenburg? So, weil ich das anhabe, geht das wieder nicht. Da ist es. Dann lasse ich den mal gerade noch vorspulen. Und da kommt er auch gleich an. Hier hätte ich gerne noch was gesehen. Obwohl, die Kurve ging nach oben. Und? 8000. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mehr von machen. Und ja. Das Ganze würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.